Scheiße! Hey Friends, welcome back to my YouTube Channel. Heute wieder mit Aussie Glossy. Ich bin schon wieder hier. In der Special Edition. Und zwar reagieren wir heute auf unser allererstes gemeinsames YouTube-Video. Ich bin nicht bereit dafür, Leute. Du bist nicht bereit dafür. Bei dir ist so pre-Puberty. Bei mir ist so pre-Self-Tan, pre-Filler. Pre 30 Kilo zugenommen. Keine Ahnung, 25, 20, seitdem ich YouTube mache. Yo, wird ganz süß. Wird bisschen cringe, glaube ich es auch. Es wird nur cringe. Ich was glaub, für ein bisschen, Alter. Bei mir wird alles cringe sein. Die Frisur, die Stimme, alles. Vielleicht also wird es aber auch doch gar nicht so cringe für mich. Ich glaube, ich werde die ganze Zeit ausrasten, weil ich immer sagen würde, oh mein Gott, du bist so süß gewesen. Ich schätze, dass ich mich gar nicht so schlimm finde, weil um ehrlich zu sein, bin ich immer noch genauso scheiße im Kopf wie damals. Ich werde mich so schlimm finden, das kann ich euch jetzt schon sagen, weil immer wenn ich an mein früheres Ich denke, denke ich mir so, ich hasse dich. Ja, du also warst 12, Alter. It's been 4 years, okay? Was haben wir denn hier? Hä, Leute, ich dachte, das wird so direkt angezeigt. Da sind wir. Wie viele Views? 4,4 Millionen. I'm dead. Haben wir Ton an? Ja. Ich bin nicht ready. Scheiße! Ich lieb's. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit einem Gast. Stop! Ich spreche immer noch genauso, ich sag's doch! Warum ist dein Gesicht so? Weil ich so, keine Ahnung, locker minus 25 Kilo bin. Dann noch halt ohne Lipfiller und so, you know? Oh, die Kleiderstange, das war so iconic. Die Kleiderstange war schon iconic, ne? Ja, Mann. Ja, die war ich weiß. Iconic. Jetzt werden alle schreien, oh mein Gott, die fand ich immer voll toll. Ich lieb den gelben Haaransatz. Warte. I'm dead, okay. Scheiße. Primer fangen wir an, ne? Poor Fashion, wie immer. Wie lange geht's überhaupt? 11 Minuten, okay. Ja, ich lieb meine Haarfarbe. Genau. Lieb deine Strähnchen, cute. Die waren halt echt Natur. Ich lieb halt auch, wie du damals nur Hemden getragen hast. Voll süß. Nur Hemden, diese hässliche Frisur, ich sah aus wie ein Opfer. Weiter geht's. Richtig schön meine Porn zu. Ja. Und dann sehe ich am Ende richtig schön aus. Benutze ich immer noch. Habe ich euch den lieben Osti vorgestellt. Lieben Oskar, der gerade neben mir sitzt. Hey. Wir dachten uns, wir kommen... Ich so richtig schüchtern noch. Ja. Machen, weil dann bekomme ich meistens kein Make-up und dann ich das dann besser sehe, siehst du? Voll lustig. Das habe ich früher mal gemacht, weil ich dachte, das hilft. Ich habe mir immer so Color Correcting gemacht, hat niemand gebracht. Just. Aber um ehrlich zu sein, bis jetzt ist alles so, wie es heute auch noch ist. Du bist halt nicht mehr so schüchtern. Aber von meiner Seite ganz aus... ganz kurz. Valentinstag ist gar nicht lange her, da haben wir es doch hochgeladen. Es ist fast genau 4 Jahre her. Oh mein Gott. Es sind nur so eine Woche oder so. Wow. 4 years, guys. Boah, crazy, Alter. Boah. So, was machst du halt immer noch? Ja, ich schwöre, Mann. Es hat sich nichts verändert. Ach, naja, die Softbox regelt, hoffe ich mal. Sorry, aber ganz kurz, ne? Ich war wirklich hell, aber warum war sogar meine Hand da dunkler als mein Gesicht? Ich habe das Gefühl, du hast dich immer so ein bisschen reingesteigert, weil du warst so, ich bin hell und hast mal so das Hellste genommen, was gab. Okay, ich habe das eine Zeit lang gemacht, aber weißt du, was das, glaube ich, wirklich war? Das Ding ist, es fällt mir jetzt wieder ein, immer wenn ich so ohne Self-Tan war, okay, war ich damals immer, immer wenn ich so hell war, waren meine Arme dunkler, weil die auch immer mega rot waren und man hat das immer so gesehen, weil ich so eine starke Durchblutung habe. Und jetzt, wenn das ist, sieht man irgendwie nicht wegen der Self-Tan. Oh mein Gott, wie ich erst die Outline gezogen habe. Boah, Digga, richtige Nacktschnecke, Mann. Da hinten muss noch ein Stück dran, Alter. Sieh doch mal. Ja, bei dir ist es besser als bei mir. Aber auch schlimm. Oh mein Gott, do you remember this? Was? Augenbrauen sind die Nippel des Gesichts. Ja, Mann. Aber guck mal, man muss hinten noch so spitzer raus. Der hat ja hier, ich hab, der hat. Best, das kenne ich nicht. Ich habe einfach hier irgendwo so aufgehört und habe die so richtig so, so dick, so zu, so plötzlich so. Ja, ich fand sie trotzdem geil. Ja, ich fand die zu dem Zeitpunkt auch ganz geil. Ich finde sie da auch immer noch geil, bin ich ganz ehrlich. Ja, ist okay. Digga. Er gönnt sich. Ist dein Nachbar? Ja, von oben. Was macht der denn? Ich weiß nicht, manchmal stöhnt er auch leider so rum. Es ist nicht so, so schön, wenn man weiß, dass er über 50 ist. Nein. Nur, relativ. Hallo, Baby. Welcome to the kitchen. Boah, Alter, aber diese People, da habe ich wirklich die ganze Zeit gemacht. Ich kriege auch sehr voll viele Kommentare, dass das alle voll toll finden und dass ich die mal wieder machen soll. Ganz kurz, Leute, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber dieser Typ hier war mit einer der Ersten, der diesen Piep schnitt. Schon, ne? Ja. Stimmt das? Doch, ja, eigentlich schon, ich habe ne? das erstmal bei dir gesehen und danach waren alle irgendwie... Piep, 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 man hat überall nur so Piep gehört. Ich habe es bei Joey gesehen, aber ich weiß, ich glaube, Joey ist vor allem gemacht wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass der Erste war, aber ich habe auf jeden Fall das am Anfang ordentlich durchgezogen. Und dann irgendwann habe ich Schiss bekommen, dass ich diese ganzen People da nicht benutzen darf, so rechtlich. Und dachte ich mir so, ich lasse das. Was ist eine vielgestellte Frage auf deinem Kanal? Wie meine Mitmenschen darauf reagieren, dass ich nicht... Immer noch. Und wie reagieren die so? Was hast du gesagt? Sag es jetzt. Und dann...
gucken wir, was du gesagt hast. Boah, das ist ja jetzt anders, ne? Dir, dass die halt gechillt sind, dass es denen egal ist, weil so ist es ja auch gewesen. Eigentlich weiß es so gut wie jeder, die coolen Jungs. Oh mein Gott, guck, du bist noch nicht mal geschminkt richtig rausgegangen. Stimmt. Du hast es nur zu Hause gemacht und ab und zu da so, weil deine Mama meinte, besser ja, so ein bisschen, und damit dann, keine Pedobären ankommen. Und dann ging es los und dann konnte ihr rausgehen. Ja, aber guck mal, du so eigentlich weiß es jeder, hey, siehst du so 12. Ja. Ich hätte gedacht, dass du mega viel hast, aber dass du so viel hast. Du so, you're poor. Hä, nein, ich meine, ich habe schon gedacht, dass du viel hast, aber dass du so viel hast. Ach so, habe ich nicht verstanden. Ich dachte, du bashst mich, du so, bisschen wenig. Ohne Scheiß. Immer wenn ich mit Marvin war, die ersten Mal, ich immer so, ich brauche noch Lip-Liner. Wie er seine Taschen voll gemacht hat, immer wenn man was angeboten hat. Ich weiß noch, wo wir einmal zusammen bei Bella im Glossy Talk waren. Hör und dann durften auf. Wir Produkte mit. Er so, oh, kann man was mitnehmen? Ich schwöre, er hat die Taschen so hart voll gemacht. Er so, oh, mir war so egal. Wenn Leute sagen, oder 13 wenn Leute sagen, nimm mit, dann bin ich so, alright. Und geht, ich hab ne? legit den hier gemacht. Halt wirklich. Er sitzt so ungefähr auf 18 Millionen Kissen. Schlau. Und ist trotzdem noch so klein. Aber jetzt so. Sitze ich nur noch auf einem Kissen, Freunde. Mutter. Was deine Mama schreibt. Das mein Kind. Hast du ihren kurz zurückgemacht? Nee, hab ich noch nicht. Los. Ganz das kurz, war so geil, ne? Meine Mutter meinte, Oskar, du schickst mir bitte alle halbe Stunde ein Emoji, damit ich weiß, dass alles gut ist. Weil meine Mutter hat mich halt einfach zu einem, wie alt warst du da? Alten Sargopfer nach Hause gefahren. Wir haben uns ja vorher schon gesehen und so, aber trotzdem halt, ne? Du bringst du dein 12-jähriges Kind so weg. Oh, mein Rücken. Ich fühle mich wie so eine alte Oma. Und neben mir sitzt so ein 12-jähriger Junge und ich schon so. Ich fühle mich immer noch so. Ich fühle mich immer noch so. You remember that one? Oh mein Gott, oh darling. Den fanden wir richtig den geil. Den fanden wir richtig geil. Aber es fühlt sich immer noch so an, wenn ich mit Oskar drehe, fühle ich mich trotzdem immer wie der älteste Mensch auf der Welt. Meine Haut wird immer flottriger und er sieht einfach immer besser aus. Und ich denke mir so, ich gucke immer so ein Spiel und bin so, oh my God, Jesus, help me out. Bei mir ist es so, wenn ich in der Bahn sitze, bin ich von den Jungen der Einzige, der seine Beine hochzieht. That's because you're gay, honey. Ich nehme keinen schwarzen Kajal, heute ist Valentinstag. Oder, und jetzt? Scheiß auf Valentinstag, wen interessiert der Valentinstag? Aber wirklich. Wen juckt der Valentinstag? Ohne Scheiß. Ist süß, man macht das immer dann trotzdem so ein bisschen für die Person, die man so richtig doll lieb hat. Eigentlich sorgt doch Valentinstag nur dafür, dass man... Das ist für Konsum-Dingsterbums. Ja, und dass man sich denkt, dass man nur am Valentinstag richtig Liebe geben muss, because that's not true, spread love all the time. Oh mein Gott, jetzt kommst du mit dem Eyeliner. Oh mein Gott, der ist so klein. Das ist so ein süßer Eyeliner. Ja, aber der war trotzdem so gut. Deine Hautform ist viel besser als meine. Hat sich nichts geändert. In jedem Video. Oh, Oskar, deine Augenform. Ich hätte ja gar nicht den Platz dafür. Deine Augenform ist viel besser als meine. Guck mal bitte sein Gesicht. Guck mal, was er für ein Augen-Make-up macht. Und ist trotzdem erst so offen. Und bei mir wird das nichts. Ich sag euch das. Meine Augenbraue. Ich muss halt erstmal hier oben irgendwo hin, damit ich hier Platz habe zum Rausziehen. Aber das ist ja alles möglich zum Glück, ne? Das ist alles möglich. Jeder hat was, was der andere nicht hat. Ja, und andersrum. Und jeder, der alles hat, ne, der ist künstlich. Der war schon mal bei Candlelight! Ich will gerne wissen, was du darauf jetzt sagst. Ist so. Oskar, du hast den Dings raus, den Draht. Wie heißt der? Afrikanisch gibt's auch nicht. Gibt's wirklich nicht. Oh, ich also bin so schlau. Hier gibt's halt diese verschiedenen. Ja, ich spreche voll gut europäisch. Boah, ganz kurz. Ey, guck, ohne wie ich schon so mache, ich so, yo, Digi, ist okay, chill mal. Ja, wirklich, weil ich dachte echt, ich hab den Dreh raus, ne? Den Draht ich war echt, raus, ne? Den Draht. Ich wäre echt so, boah, ich sage jetzt mal was, Leute. Afrikanisch gibt's gar nicht. Guter Oskar, der hat hier diesen Milani Baked Blush, das heißt ja schon Baked. Das ist genau der, literally genau derselbe. Ja, und den hast du dir damals nur gekauft, wenn Niki Tutorials den. Ja, Mann, und ich benutze ihn jetzt wieder voll gerne mittlerweile. Ich kann diese Pinsel nicht ernst nehmen. Oh, Scheiß. Also, der hat doch gar nicht richtig aufgetragen. Der hat das nicht mal richtig aufgenommen. Da ist ja nur so ganz weich, so ein bisschen so. Ich brauch die Hand so zum Lashes aufkleben. Die Lashes? Red Cherry Lashes. 1, 2, 3, ich schwöre. Weil das halt wirklich so wie es, nichts es eigentlich ist war. Wie geil der Lidschattenlook aussehen würde mit so welchen Wimpern. Ich finde deine Mutti so geil, weil die das ja anscheinend alles voll fördert. Ich finde das so cool, weil es gibt so viele Eltern, die können auf so null klarkommen.
sehr gute Mutti hast. Ist die Nase schon konturiert? Jetzt konturiere ich meine Nase, dass ich so oben richtig oben drauf nochmal. Da habe ich immer hier an der Seite, habe ich immer hier so lang. Ja. Und habe voll die Knolli-Nase. Kriegst du eigentlich manchmal dumme Kommentare auf der Straße? Nee. Eigentlich trauen sich die Menschen nicht so wirklich was zu sagen. Also die meisten gucken oder gaffen, aber so Kommentare selten. Also ab und zu von irgendwelchen Asozialen halt wirklich. Ja. Aber viele gucken halt nur. Manche gucken vielleicht auch so ein bisschen abwertend sowas, ja. Aber entweder sagen gar nichts, sie gucken nur. Leute sagen nichts eigentlich. Halt echt nicht. Nee, jetzt sagt niemand, also nee. Sagt niemand, also. In Berlin halt echt nicht. Weder negativ noch wirklich positiv, um ehrlich zu sein. Eigentlich sagt nie jemand was, gucken halt nur. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal dumm angemacht wurde in der Öffentlichkeit. Oder dass mir ein Fremdes gesagt hat, dass irgendwas cool ist oder so. Dann höchstens, wenn ich euch irgendwie treffe, so Zuschauer. Ach, deren Niveau muss man einfach graden. Was haben dir deine Eltern denn vorgelesen? Diese Ägyptenbücher, ne? Ja. Ich schwöre euch, Leute, wenn ihr Eltern seid, ne, und ihr wollt, dass euer Kind auch so geil wird wie er, dann holt diese Ägypten Alt-Ägypten. Ja, Mann. Oh nein, oder war das Oil Control? Ah, das Hangover? Ja. Oil Control. Ich könnte da drin baden. Boah, und jetzt hier, wo ist es? So, meine Lieben, das war's von uns und unserem Get Ready With Me. Und ihr könnt auch gerne mal auf seinem Kanal vorbeischauen, denn wir werden jetzt noch eine kleine Challenge aufnehmen und die wird dann auf seinem Kanal vorzufinden sein. Der Link ist in der Infobox. Und dann folgt uns gerne auf Instagram, auf Snapchat. Danke. Auf Twitter und auf Facebook und auf Musical.ly. Meine Social Media Accounts findet ihr in meiner Infobox. Tschüssi. Wir beenden mal kurz diese Aufnahme. Oh wow, this was so wow. Interesting. It was fun. Cringe war nur der Anfang für mich. Dann habe ich mich dran gewöhnt. Dass du eine andere Stimme hast. Und wirklich, um ehrlich zu sein, ich bin halt eigentlich immer noch genauso wie damals. Ja, ich bin komplett anders irgendwie. Ja, ich irgendwie nicht. Also ich sehe halt anders aus, aber that's looking weird. Der Schnitt ist anders geworden. Wow. War fun anzugucken. 4 Jahre ist es her. An die Leute, krass, die immer noch da sind. Thanks for being there all the time. Yes, love. Ich bin immer wieder schockiert. Ich habe letztens auch dieses Bild auf Instagram gepostet mit diesem Fake-Fur-Mantel-Zeug und voll viele so, oh mein Gott, aus Tokio. Und ich so, wow, die können sich daran erinnern, an 2016 einfach. 2016. An so Vlogs oder so. Die Leute, die zu dieser Zeit schon da waren, rastet mal aus in den Kommentaren. Yeah. Macht mal eine Party. Ja, macht mal Hashtag Mavicorn. Wow, stimmt, das sagst du gar nicht mehr, ne? Nee, sag ich nicht mehr. I'm so over the unicorn trend. Ja, well, das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr findet, dass wir schlechter geworden sind, dann lasst gerne einen Daumen nach unten da. Dann lasst nichts da und verpisst euch! Move! Get out! That's it, ja. Schaut gerne bei Oscar vorbei, sein Social Media ist auch verlinkt. Und danke. Tschüss. Danke. Tschüss. Bye.